Er ist sehr behaart, sehr blau, voller unglaublicher Geschichten und immer auf Reisen. Captain Blaubär. Ein paar Wochen lang tauscht Captain Blaubär die 7 Weltmeere, auf denen er sonst umherschippert, gegen die Musicalbühnen Deutschlands ein. Die 13,5 Leben des Captain Blaubär heißt das Musical, das die Geschichte des von Walter Mörs erschaffenen Schlaumeiers, Geschichtenerfinders und Weltenbummlers erzählt. Bekannt wurde Captain Blaubär im Fernsehen. Seit 1991 ist er Teil verschiedener Kindersendungen. Mögen tun ihn aber groß und klein. Walter Mörs hat eine ganz tolle Geschichte geschrieben über das Erwachsenwerden, über die Selbstfindung, über das Anderssein, des Blauseins. Und das ist eine ganz bezaubernde Abenteuerreise, die der Captain Blaubär da hinter sich legt. Blaubär trifft Haifischmaden, Zwergpiraten, Eideten, Schnapsideen und anderes Fabelgetier. Farbenfrohe Kostüme verwandeln die Darsteller in Mitbewohner der Captain Blaubär-Welt. In diese Welt gehört auch eine kleine Liebesgeschichte. Die Berghutze Fredda ist angetan vom blauen Seebären. In der echten Welt heißt Fredda Lucy Diakovska. Bekannt wurde sie mit der Popband No Angels. Mit ihrer Rolle als Fredda kann sie sich gut identifizieren. Als wir uns in den Proben wirklich vertieft haben, habe ich tatsächlich gemerkt, dass ich schon die Rolle ziemlich gut ausfüllen kann durch meinen Charakter und durch das, was ich eigentlich bin. Genau dieses spontane, impulsive, liebevolle Wesen. Und das macht mir umso mehr Spaß. Captain Blaubär sei das Gelungenste, was er in die Welt gesetzt habe, sagt Walter Mörs über seine Figur. Der Schriftsteller und Comiczeichner mag auch das Musical, so ist zu hören. Ob er allerdings irgendwann selbst mal im Publikum sitzen wird, das bleibt geheim. Das Spannende an Walter Mörs ist ja, dass er nie persönlich in Erscheinung tritt. Man kennt ihn auch nur von Zeichnungen. Er hat sich selbst gezeichnet und in allen Programmheften ist er nur als Comicfigur auch zu sehen. Das heißt, wenn er sich eines Tages im Publikum befinden würde, würden wir ihn nicht mal wiedererkennen. Nach der Premiere im Berliner Velodrom geht Captain Blaubär bis zum 11. Januar auf Deutschland-Tournee. Gelegenheit also, zwischen Stuttgart und Hamburg in die Fabelwelt des blauen Seebären einzutauchen.